Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar, wir spielen ein weiteres Switch-Spiel. Und zwar Zelda Awakenings Link, glaube ich, oder so. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, wurde jetzt aber auf der Switch neu veröffentlicht. Und ich habe schon ein bisschen gespielt, so 20 Minuten. Habe irgendwie vergessen aufzunehmen. Und ja, ich bin jetzt hier im Wald und... Ja, ich mag irgendwie dieses Game-Design so. Ich hatte keine Lust auf so ein Open-World-Dings-Zelda. Also spiele ich natürlich auch noch weiter, Breath of the Wild. Aber wie gesagt, das habe ich schon einmal durchgespielt. Will mal ein paar neue Spiele testen. Und, ja. Ich bin jetzt hier weiter. Ich bin jetzt gerade einen Weg gegangen, wo ich halt nicht weiterkomme. Da hinten war gerade das Loch. Deswegen muss ich jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich gerade nur überlegen. Wie komme ich denn jetzt hier nochmal... So. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Hä? Was hab ich denn jetzt bekommen? Oh, ich bin irgendwie schneller und stärker und alles. Okay. Wie so ein Stern in Mario. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Also da in der Höhle. Wie gesagt, war falsch. Hey, wie lange habe ich das? So, schneiden hier alles kurz und quer. Also bisher kann ich nur Schwert und Schild machen. Und wenn ich Schwert draufhalte, mache ich so eine Rundum-Attacke. Oh, was ist hier denn? Wie gesagt, Spiel noch nie gespielt. Die geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Okay, die heilt mich wahrscheinlich oder so. Ich suche noch mal ein bisschen. Ah, den muss ich erst abwehren und dann... jetzt hängt die an meinem Sack. Ich habe eine Schutzeichel. Sie redet jetzt schon in der Leise um die Hälfte. Okay. Aber hier geht's auch nicht lang. Ich habe noch nichts, um diese Löcher zu kommen. Und ich bin noch zu schwach, um diese die Steine zu heben. Was müssen wir denn tun? Hier geht's auch nicht weiter. Oh, okay. Den dürfen wir nicht berühren. Hier geht's auch nicht lang. Hier ist ein Stein, hier ist ein Stein. Da sind Löcher. Wo muss ich lang? Ich könnte hier rein. Ach! Ich habe das Loch nicht gesehen, Leute. Dann gehen wir mal hier rein. Ich bin immer noch zu schwach. Es hat eine, ich werde daraus etwas Feines machen. Ah, genau, den habe ich gefunden. Und sie kocht mir jetzt irgendwas. Okay. Wird mir irgendwas gemacht? Hä? Du hast Zauberpulver. Wofür ist das? Ich kann das jetzt auf Y oder Dings legen. Okay. Aber wo muss ich lang, Alter? Oder wofür ist das jetzt? Also hier geht's nirgendwo lang. Da geht's nicht lang. Da sind Steine, da sind Löcher. Da kann ich alles noch nicht wegmachen. Irgendwas muss hier noch im Zauberwald sein. Das gibt es doch gar nicht. Ja, diese Dinger... Da oben war ich ja auch schon, ne? Da war ja auch ein Loch. Da kann ich nicht durch, da sind Steine. Manchmal bin ich hier schon. Hier war die Fee. Hier war der Baum. Wo muss ich lang, Digga? Auch nur? Das gibt's doch gar nicht.
ja schon wieder hier. Hä? Nee. Ich weiß nicht, wo lang. Hier ist auch ein Stein im Weg. Ich muss noch irgendwie stärker werden, diese Steine. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Warte mal. Scheiße. Was ist denn mit dem? Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Warte mal, was Staub betrifft? Hä? Hä? Hey, du Penner. Hä? Scheiße. Ah, jetzt hat er mich zu dem anderen Baum teleportiert. Ich muss diesem Waschbären das Zauberpulver geben, damit er sie niest, oder was? Ja, jetzt bin ich wieder beim anderen Baum. Also ich muss irgendwas... Digga, verpisst euch, ey. Boah. Aua. Ich gebe ihn jetzt mal. Er hat ja gesagt, seine Nase ist empfindlich. Ich habe ihm das Pulver in die Fresse geballert. Oh! Leute, sieht fast aus wie Mario. Nachdem ich ihn selbst angebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sag ich hier. Der ist mich viel verrückt, oder? Und was kann man jetzt mit denen machen? Kinder, bin kaputt und ich ruhe mich erstmal aus. Aber immerhin kann ich hoffentlich jetzt... Kann ich jetzt hier weiter, ohne dass ich mich verlaufe? Jawohl. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ah, okay, es geht jetzt weiter. Ey. Okay, wir haben einen Wurmschlüssel. Irgendwas mit einem Wurmpalast. Hä? Da, die Eule kommt wieder. Die kam schon am Anfang des Spiels und gibt immer so ein bisschen... Geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet. Huhu. Okay. Jetzt muss ich noch wissen, wo der Wurm... Okay, hier geht's nicht lang. Schleimsumpf, Zauberwald. Okay, hier geht's nicht lang und über Dinger kann ich immer noch nicht. Kann man hier drauf? Ja. Ich kann jetzt entweder hier lang... Nee, da kann ich nicht. Da geht's nicht weiter. Ich könnte hier das Telefon. Ja, mehr geht doch nicht. Ich kann hier immer nur die das Telefon ist irgendwie so eine Hilfe, ne? Was war denn nochmal? Tut ja hier, Olira. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun sollst du erstmal lesen. Na super. Ich muss jetzt diesen Wurmpalast finden. Warte mal, habe ich denn irgendwie eine Karte oder so? Ist das der Wurmpalast hier? Sieht so aus. Und da habe ich jetzt den Schlüssel. Okay. Wo bin ich denn? Ach du Scheiße, ich muss nach ganz unten wieder. Okay. So. Komplett zurück. Was ist das für ein Grafikbug? Ich glaube,
war denn das jetzt, dieser Dings? Bin ich jetzt hier zu weit? Scheiße, da oben ist das. Ah, ich bin ein zu weit runtergegangen. Ah. Kommt man hier wieder hoch? Ah, nein. Aber da komme ich ja auch nicht hin. Ah, doch, hier geht's lang. Ah, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich hier mit dem Schlüssel öffnen. Okay. Mein erster Dungeon. So, Speichervorgang, genau. Speichern wir auch nochmal manuell. Der Wurmpalast. Können wir jetzt hier lang? Ah, okay. Schlüssel gefunden. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Cool. Gehen wir erstmal weiter. Ah, oh. Ein Kompass? Oh, okay. Kann ich das jetzt sehen? Auf der Karte oder was? Ah, ja, tatsächlich. Ah, man sieht dann alles. Okay. Na gut, aber erstmal geht es ja eh nirgendwo lang, außer jetzt. Da ist ein Schalter bei ihm. Oder so. Den hau ich mal runter. Ruhe ist gekommen. Erstmal erklärt sich alles von selbst. Noch ein Schlüssel. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier hinten lang. Oh. Ein paar Fledermäuse sind aber kein Problem. Was hat Ende fallen gelassen? Eine Eichel. Schutzeichel. Fledermaus. Oh! Da oben ist eh. Na, obwohl, den Schlüssel habe ich wahrscheinlich. Kurz mal gewartet. Zack. Jawohl. Zu scheiße. Da immerhin und hinterher. Kurz nochmal warten und hinterher. Da ist eine Eule. Aber ohne ihren Schnabel verschießt du sie nicht. Ich brauche ihren Schnabel, okay. Scheiße. Also geht's hier noch nicht lang. Ah, Mist. Unnötiger Weg. Vergessen, dass das Ding losgeht. Noch ein Schlüssel. Hier ist. Ja, aber da kommen wir nicht ran. Ups. Hier oben ist so ein Lulatsch, den können wir runterwerfen. Aber es passiert nichts, also kommen wir hier nicht lang. Da unten kommen wir aber durch. Den dagegen schubsen? Nee. Aber ich kann hier rein.
Aber hier geht es nur nach oben. Was sind das denn für Dinger? Muss bestimmt bei allen das gleiche Symbol haben. Scheiße. Jawohl. Ich brauche den Schnabel von dem... vielleicht ist er da jetzt drin. Das wäre wichtig. Jawohl, ich habe den Schnabel. Ja, passt hier dran, ne? Paris musste erst mit dem Schild abwehren. Stachis. Okay. Aber wir behalten immer den Schnabel. Jetzt können wir wieder zu dem anderen. Okay. Interessant. Hier ist der noch nicht lang. Wo war das jetzt hier oben? Was er jetzt sagt. Ich habe die Tür nicht, verschiebe einen Block. Hä? Na super. So leicht geht das, um Sachen zu öffnen. Oh genau, die muss ich jetzt abwerfen. Hallo. Was mag ich ja. Solche Spiele sind cool. Was sagt er mir jetzt noch? Stachis muss er jetzt mit dem Schild. Hatte ich doch vorhin schon. Oh. Jetzt von der Seite. Mal gucken, ob hier noch was versteckt ist hier hinter. Ne. Steht da, ich brauche 3 Herzen oder was? Truhe. Und Feder. Greifenfeder. Fühlt sich plötzlich leichter. Nein. Scheiße. Kann ich jetzt springen? Jetzt kann ich über Löcher springen wahrscheinlich. Und auch das hier jetzt. Aber auf welchen Knopf? Ach, ich muss das wahrscheinlich erst wieder, jetzt kann ich springen. Jetzt kann ich über Löcher springen. Jetzt geht's halt immer weiter. Oh, okay, das ist cool. Ja, Leute, wer will mehr sehen von dem Game? Richtig cool, so mag ich das. Erster Part, aber erstmal ein Cut. Haut rein.